Als nächstes auf dem Samsung N510 mit Nvidia Ion das Spiel Black and White 2. Ich habe das hier individuell aufgelöst mit 13, also mit der höchsten möglichen Auflösung 1366x768. Ja, schon häufig genug jetzt erwähnt. Sounds eingestellt, wie ich sie gerne hätte. Und die Änderungen sollen gespeichert werden. Jetzt muss man den Spielstart angucken, der ganz schön ist eigentlich bei Black and White 2. Hier unten in der Ecke habe ich wieder die Anzeige für die Frames pro Sekunde, Frames per Second, die durch das kleine Programm Fraps ermöglicht werden. Im Moment werden offensichtlich Daten geladen dafür, für die Einleitung. Und während der Einleitung werden natürlich nicht so viele Frames angezeigt, wofür auch war ja nun ein einzelnes Bild jetzt. Beim Vorspann geht es dann los. Der Render-Vorspann. Die Grafikeinstellungen sind wie gesagt auf dem höchsten Level. Ob das beim Vorspann eine Rolle spielt, bin ich mir nicht ganz sicher. Kann aber sein, je nachdem wie das gemacht ist. Okay, also hier auch die Einleitung läuft sauber. Warum auch nicht, sagen wir mal. Aber gut, es ist ja immerhin hohe Grafikeinstellung voreingestellt von mir. Hier scheint jetzt ein bisschen aufwendigere Grafik zum Tragen zu kommen, denn die Frame-Anzeige geht deutlich runter. Das ist jetzt aber noch nicht die endgültige Spielgrafik, sondern eben nur eine Einleitung, mit der man sich eben befassen muss. Hier zum ersten Mal ein kleines bisschen so eine Art Ingame-Grafik von Black and White 2. Ich habe einen kleinen Dorfbewohner aufgesammelt und schmeiße ihn hier rein. Das ist so meine Aufgabe im Moment. Die letzten Dorfbewohner einzusammeln und zu retten. Aber auch hier läuft das Spiel erstmal nicht mit mehr als 5 bis 10 Frames pro Sekunde. Was natürlich nicht sein kann in-game. Und da werde ich die Grafikeinstellung nochmal runtersetzen und nochmal ein bisschen sehen, dass man es hinkriegt. Nach einem endlos langen Vorspann und Tutorial habe ich jetzt hier ein bisschen In-game-Grafik vom Black and White 2. Hier liegt die Kreatur, die man hat. Das ist so das Land, das man hat. Momentan werden angeblich 12 bis 20 Bilder, oh, 10, oh, jetzt sag ich da 22 Bilder an. Hier unten kann man es sehen. Ich hoffe, es ist auch auf dem Video drauf. Ja, und immer wieder kommen Tutorials hier von dem guten Mann. Die will ich jetzt gerade nicht wissen. Ich weiß nicht, wie weit das Spiel bekannt ist. Man muss halt jetzt seine Mannschaft aufbauen, eben seine Gegend hier pflegen, eine Community einrichten, eine Gesellschaft aufbauen, die an den lieben Gott glaubt, und das bin ich hier in dem Spiel. Und dabei helfen tut mir halt diese Kreatur, die hier rumliegt. Ja, wie gesagt, das läuft also schon ganz gut hier mit den 20 Bildern pro Sekunde, finde ich nicht so schlecht. Dafür, dass halt alles auf höchster Auflösung steht. Aber eigentlich hat mir das zu lange gedauert mit dem ganzen Vorspann und so weiter. In dem es halt auch ein bisschen schwierig war, wo halt immer nur 5 bis 10 Bilder angezeigt werden konnten. Offensichtlich hat das Ganze das auch in die Länge gezogen. Jetzt soll ich wieder hier unten auf diese goldene Krone klicken. Das mache ich nochmal. Geht er dann dahin? Ja. Und zeigt auch immer noch 20 Bilder, 15 Bilder an. Und irgendwas wird mir erklärt und so weiter. Soll hier erstmal soweit reichen. Mit den Gaming-Tests. Ich werde vielleicht nochmal Need for Speed, ein älteres, einlegen. Ganz klar ist, dass die Spiele mit DirectX 9.0c, nicht auf höchster Auflösung laufen, aber doch sauber laufen. Und mit 1024x768 hier könnte ich sicher auch sehr, sehr flüssig spielen, was ich ja gerade zwischendurch auch schon mal versucht habe.
Soweit die Gaming-Tests. Weitere werden folgen und vor allen Dingen auch Videos bzw. Tests mit hochauflösenden Videos, ob der Samsung N510 mit seiner Nvidia Ion Grafik das auch schafft oder nicht. Auch noch zu erwähnen ist vielleicht, dass der Samsung N510 total warm wird bei der ganzen Sache, was aber natürlich bei solchen grafikintensiven Geschichten halt auch kein Wunder ist. Letzte Anmerkung: Zum Gaming braucht man normalerweise ein CD- oder DVD-Laufwerk. Das, oder man arbeitet dort halt mit virtuellen Laufwerken und entsprechenden Image-Dateien, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist und mehr Festplattenplatz kostet. Soweit, wie gesagt, der Test hiermit. Weitere werden folgen. Tschüss.